Zum Thema lineare Gleichungssysteme. Um ein lineares Gleichungssystem zu lösen, gibt es mehrere Verfahren. Zum Beispiel das Einsetzverfahren, das Kombinationsverfahren, es gibt auch ein Dreiecksverfahren, das matrizielle Verfahren oder auch die Cramer-Methode. Wir werden hier zwei Verfahren nochmal vorstellen. Das erste Verfahren, die matrizielle Auflösung von dem linearen Gleichungssystem. Um ein System dieser Art zu lösen, genügt es, dieses System in matrizielle Form umzuschreiben. Das macht man wie folgt. Man bildet diese Matrix, deren erste Spalte entsteht aus den Vorzahlen von x, deshalb nenne ich das ganz gerne die x-Spalte. Die zweite Spalte entsteht aus den Vorzahlen von y. Und diese dritte Spalte, das sind die Vorzahlen von z aus dem System. Dann folgt die Matrix der Unbekannten. Hier sind es x, y und z. Die unabhängigen Terme werden im Gleichungssystem alle rechts vom Ist-Zeichen gesetzt. Und auch hier rechts vom Ist-Zeichen entsteht die Matrix der unabhängigen Terme. Somit haben wir dieses Gleichungssystem also in diese Form gebracht. Es ist die Matrix A mal die Matrix aller Unbekannten gleich die Matrix der unabhängigen Terme. Jetzt genügt es, diese matrizielle Gleichheit hier an beiden Seiten mit A hoch minus 1 zu multiplizieren. Schauen wir nach. Wir haben dieses Gleichungssystem. Wir multiplizieren beide Seiten mit a hoch minus 1. Warum? Weil hier a hoch minus 1 mal a, das macht die Einheitsmatrix E und die Matrix E mal x, das macht die Matrix x. Und somit haben wir die vollständige Matrix aller Unbekannten auf einem Schlag gefunden. Es ist aber zu bemerken, dass es diese Matrix a hoch minus 1 nur dann gibt, wenn die Determinante von dieser Matrix A nicht 0 ist. Wenn die Determinante der Matrix A wohl 0 ist, dann ist das System entweder unmöglich oder unbestimmt. Kommen wir jetzt zum Cramer-Verfahren. Das funktioniert so. Wir haben dieses lineare Gleichungssystem, lineares Gleichungssystem, das bedeutet, dass alle Unbekannten nur im ersten Grad auftreten und dass auch keine Produkte dieser Unbekannten auftreten. Das nennt man ein lineares Gleichungssystem. Von diesem System bilden wir zuerst die Determinante. Sie entsteht durch drei Spalten. Die erste Spalte, das sind die Vorzahlen von x aus dem System, das ist die x-Spalte. Die zweite Spalte, das ist die y-Spalte. Und die dritte Spalte, das ist die Z-Spalte. Genau wie da sorgen wir auch hier dafür, dass die unabhängigen Terme alle rechts vom Ist-Zeichen stehen. So muss man das auch im Taschenrechner eingeben. Wenn die Determinante D 0 ist, dann ist das System automatisch unmöglich oder unbestimmt. Dann muss man eben überprüfen, welcher dieser beiden Fälle auftritt. Wenn die Determinante D nicht 0 ist, dann kann man das Cramer-Verfahren einsetzen und das funktioniert wie folgt. Für x schreiben wir die Systemdeterminante geteilt durch sie selbst. Für y auch und für z auch. Wenn man x sucht, dann verändert man diese Determinante, indem man die x-Spalte durch die Spalte der unabhängigen Termen ersetzt. So, ist gemacht. Wenn man y sucht, dann ersetzt man die y-Spalte durch die Spalte der unabhängigen Termen, ist gemacht. Und wenn man z sucht, ja, dann ersetzt man die z-Spalte durch die Spalte der unabhängigen Termen, auch das ist jetzt gemacht. Und so findet man dann die Lösung x, y, z von diesem linearen Gleichungssystem. Dieses Verfahren hier nennt man das Cramer-Verfahren oder auch die Cramer-Methode, das zu Ehren des Schweizer Mathematikers Gabriel Cramer. Beide Verfahren,
eignen sich, um ein parametrisches Gleichungssystem zu diskutieren. Hier ein Beispiel. Zuerst bilden wir die Systemdeterminante. Die x-Spalte, das sind die Vorzahlen von x, also 1, a, 1, steht da. Die y-Spalte, das sind die Vorzahlen von y, a, 1, a, steht da. Die Vorzahlen von z bilden die z-Spalte, also 1, 1, a plus 1. Und wir achten hier darauf, dass die unabhängigen Termen alle rechts vom Ist-Zeichen stehen, was hier der Fall ist. Wir rechnen zuerst diese Determinante aus. Das kann man durch Eigenschaften der Determinanten ausrechnen oder auch durch die Regel von Sarrus. Auf jeden Fall finden wir als faktorisierte Determinante a mal 1 minus a². Diese Determinante führt dann zur Diskussion des Systems, und zwar entweder die Determinante ist 0 oder sie ist es nicht. Schauen wir den ersten Fall, die Determinante d ist 0, dann und genau dann, wenn a 0 ist oder wenn a plus oder minus 1 ist. Dieser erste Fall führt also zu drei Unterfällen. Entweder a ist 0 oder a ist minus 1 oder a ist 1. Im ersten Unterfall a gleich 0 ersetzen wir im Gleichungssystem a überall durch 0 und das führt dann zu diesem System. Die dritte Gleichung, das ist genau dieselbe wie die erste, also entfällt die. Die erste Gleichung besagt, dass z minus x ist. Die zweite Gleichung besagt, dass z auch minus y ist. Daraus können wir schließen, dass x und y gleich sein müssen. Wenn wir also für x irgendeine reelle Zahl Lambda einsetzen, dann muss y genau dieselbe sein und z muss die genau entgegengesetzte sein. Somit ist unser Gleichungssystem also unbestimmt. Und wenn man ein unbestimmtes System mit einem einzigen Parameter beschreiben kann, dann sagt man, das System sei einfach unbestimmt. Jetzt schauen wir im zweiten Unterfall, wenn a minus 1 ist. Dann ersetzen wir im Anfangsgleichungssystem a überall durch minus 1. Das führt dann zu diesem System. Die Gleichung 1 und 2, die werden wir jetzt mal addieren. Warum? Weil dann x entfällt, y auch, und dann finden wir, dass 2z dasselbe sein muss wie minus 2. Also muss z minus 1 sein. Und dann haben wir noch die dritte Gleichung, x minus y gleich minus 1. Wir sehen auch hier, dass dieses Gleichungssystem unbestimmt ist. Die Zahl z muss auf jeden Fall minus 1 sein. Und die Zahl y muss dasselbe sein wie, durch diese Gleichung, wie x plus 1. Also, wenn wir x wieder Lambda nennen, dann muss y Lambda plus 1 sein und z ist minus 1. Auch hier ist das System unbestimmt und die Lösungsmenge wird mit einem einzigen Parameter beschrieben. Also ist das System einfach unbestimmt. Dritter Unterfall, wenn a 1 ist, ersetzen wir im Anfangssystem a überall durch 1. Das führt dann zu diesem Gleichungssystem. Und hier erkennen wir sofort an den zwei ersten Gleichungen, dass dieses System unmöglich ist. Denn die Zahl x plus y plus z kann unmöglich gleichzeitig gleich zu 2 und gleich zu 0 sein. Also die zwei ersten Gleichungen führen schon zu einem Widerspruch. Dieses System hat gar keine Lösung. Kommen wir jetzt zum zweiten Fall, wenn die Determinante d nicht 0 ist. Wenn die Determinante d nicht 0 ist, das heißt, dass a weder 0 ist, noch minus 1, noch 1. A ist also nicht 0 und a ist nicht minus 1 und a ist nicht 1. Ich persönlich wende ganz gerne das Cramer-Verfahren an. Das geht nämlich rasch. Wir suchen sofort x, y und z, wie eben beschrieben. Man schreibt die Determinante d aus und teilt durch d. Hier auch, da auch.
Und um x zu finden, ersetzt man in dieser Determinante d die x-Spalte durch die Spalte der unabhängigen Termen, also 2a, 0a. Wenn man y sucht, ersetzt man die y-Spalte durch diese Spalte. Und wenn man z sucht, dann ersetzt man die z-Spalte durch diese Spalte der unabhängigen Termen. Jetzt brauchen wir nur noch die obere Determinante auszurechnen. Tun wir das. Dann kann man das Ganze schön faktorisieren. Hier kann noch durch a gekürzt werden. Wir sind sicher, dass wir das dürfen, denn a ist nicht 0. Und man kann auch noch durch a plus 1 kürzen. Auch das dürfen wir, weil a ja nicht minus 1 ist. Und dann bleibt letztendlich für x 1 geteilt durch 1 minus a. Hier sind wir auch sicher, nicht durch 0 zu teilen, weil a ja nicht 1 ist. Bei y ähnlich. Wir rechnen das Ganze aus, faktorisieren so weit wie möglich und finden diesen Bruch. Bei z genauso. Bei z finden wir übrigens minus 1. Diese Antwort z hängt gar nicht mehr vom Parameter a ab. Wir stecken x, y und z in die Lösungsmenge hinein. Wohl bemerkt, die Lösungsmenge, das ist die Menge, deshalb die geschweiften Klammern, die als einziges Element das Zahlentrippel 1 auf 1 minus a, 2a minus 1 auf a minus 1 minus 1 enthält. Weil die Lösung ein Zahlentrippel ist, müssen wir in diese Lösungsmenge ein Zahlentrippel schreiben, deshalb diese Klammern da.